Ah, schön. Huh! Sind ja wahnsinnig. Grüß dich mal. Entschuldigung, freut mich, Luca. Ja, freut mich. Also, ja, jetzt Christina Luft. Luca. Ja, das ist sie gar nicht. Was machen die da? Ist das safe? Ja, ich glaube schon, dass es safe ist. Aber es ist natürlich Schmerzen. Für mich etwas ganz. Ja, ich habe zum Glück noch so ein Tüchli an. Krass. Aber es drückt halt völlig auf die Knöchel da. Aber es ist. Hey, ja. Macht's gut. Ich freue mich richtig, es ist etwas komplett Neues. Also, wer mich kennt, ja gerne neue Sachen. Aber es ist heavy. Aber mal schauen, jetzt ist ja noch niemand da. Wir könnten ja das Interview da unten auf den Sitz machen. Das ist für Anfänger. Reto, ich gebe dir jetzt hier die kleinen Dinge und dann hängst du mal rein. Nein. Das ist gut. Ich habe gehört, du hast mit Höhe kannst du gut. Ja. Schau, jetzt wär's mal echt nett, wenn es jetzt wird aufhören. Da! Nein! Jetzt kannst du mal so rein. Ja, aber so können wir. Jetzt gibst du mir mal die Hang. Nein! Nur ein bisschen. Okay. Jetzt ein bisschen laufen. Ja. Nur ein bisschen laufen. Ah, schön. Ja. Danke, ab! Ja, schön! Jetzt kann man noch einhängen. Nein. So einhängen, dann drehen wir es so schnell. Das ist wirklich, das ist mega. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin schon wieder grausam träumlich. Enttäuscht ein bisschen von dir, weil ich ja keine Einladung bekommen habe. Wieso nicht, wollte ich fragen. Für was? Für das Zelt? Nein, fürs Hochzeit. Für die Hochzeit, soll ich sagen. Ja. Hast du mich vergessen? Wir kennen dich schon so lange. Ja, ich weiß. Aber es war noch nicht. Es war noch nicht? Aber gleich irgendwann. Ah, es ist erst. Und ja, dann komme ich die Einladung noch über. Ja, die kommt erst. Ich denke, wir dürfen ganz spontan einladen. Ah, okay. Ich bin spontan. Ja. Ich bin so. Aber ich habe mir vorher überlegt, als ich das so gesehen habe. Du hast ja jetzt auch wieder mit einer Tänzerin zu tun gehabt. Mhm. Das ist schon, man kommt sich schon immer sehr näher. Das war ja bei der Frau Luft und bei dir auch so gewesen. Ja. Ist es denn einfacher, sich vielleicht zu verlieben, wenn man sich auch gegensätzlich so nah ist und so lange miteinander trainiert? Ich glaube, es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist wie auch, wenn Leute, weißt du, im Job, den ganzen Tag im Büro, da der hure Plempel, da kommen wir, das sieht man so nicht einmal, oder? Ich kann ja auch ein bisschen sagen. Ich glaube, weißt du, auch sonst, wenn man sich jeden Tag im Büro sieht, also man lernt sich, glaube im Tanzen ein bisschen schneller kennen, wo man auch ein bisschen, oder man ist näher, man spürt mal den Körper so. Aber es zeigt dem glaube ich, ganz schnell, wenn es nicht passt. Genau. Aber bei uns hat das du hast schon mal mit so einer Frau getanzt, also nicht mit der Christina, sondern mit der Helene Fischer. Oh ja, das hast du schon gut gesehen. Und die hat sicher dann auch einen von den Akrobaten. Ich glaube, Luftakrobat. Ja. Ich glaube schon, ja. Nein, aber dort ist die ZDF-Sendung. Dort hat es einfach nicht gepasst. Für den Moment, wo sie irgendwie. Ja, gut, okay. Genau. Aber ich muss sagen, also, es ist ja noch erstaunlich, wenn man ja. Ich habe mir das auch für mich selber mal schon mal überlegt. Wenn man ja zuerst vielleicht mit jemandem zusammen ist, der eben nicht in der Öffentlichkeit steht. Oder du bist jetzt zweimal mit jemandem zusammen, der nicht in der Öffentlichkeit gestanden ist. Und jetzt sind wir ein Promi-Pärchen. Ist das einfacher für die Beziehung oder ist das schwieriger? Meine Antwort darauf, ich würde sagen, es ist im Fall einfacher. Ich glaube, es kommt auch da wieder auf einen Menschen drauf an, aber für das, was ich... Also, und wieso ist es einfacher, wie die andere Person sich vielleicht mehr Nein, Verständnis ein bisschen. Und das ist, also vom Verständnis her, wo es sie... Irgendwo durch sind so ein bisschen verschiedene Leben und so, wie wir es natürlich jetzt mit der Christina haben aufteilen konnten, ist es natürlich einfach Gold wert, weil wenn sie Let's Dance macht, gehe ich sie manchmal besuchen. Und den Rest des Jahres, wenn ich auch solche Sachen mache, muss ich bis am Ende des Jahres das Zelt irgendwo durch unterwegs. Und wenn wir Sachen so kombinieren können, ist es einfach natürlich für alles einfacher. Weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich. Aber was für sie ja nicht unbedingt einfacher ist, sie ist jetzt bei Let's Dance wieder am Tanzen, auch wieder mit Männern. Wie fest ist man da eifersüchtig? Ja, aber du weißt es ja am besten. Du bist ja eigentlich so zu ihr gekommen. Ja, und jetzt... aber kennst du so toll wie nicht. Es ist ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Nein, das ist im Fall wirklich nicht so tragisch. Wie müssen wir jetzt schon wieder rufen? Laufen, ja, danke, ja. Ab. Laufen. Ja, schön, ein bisschen drehen. Ja. Hätten wir so viel Hochzeitsvorbereitungen getroffen. Ja, es tut mir auch weh. Aber wir sind auf jeden Fall dran, aber ich sag dir leider noch nicht wann. Aber du weißt, was Wichtigste ist an einer Hochzeit? Ja, also, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind. Das erste, Hochzeitsnacht. Das ist aber ein Gerücht. Das findet nicht statt. Ja, das, mag nicht. Das ist wirklich ein Gerücht. Das zweitwichtigste ist Band am Abend. Wer könnte bei euch spielen? Ja, oder? Miniband natürlich. Ah, oder DJ oder so? Ja, DJ gibt es sicher auch noch ein bisschen, aber eingeladen ist auf jeden Fall auch Miniband. So viel kann ich verraten. Das finde ich schön, weißt, dass ein bisschen musiziert wird. Dass sie dann vielleicht Musik machen an deinem Hochzeit? Ja, also das ist sicher so. Ja.
du weißt es vielleicht noch nicht, ich habe es noch fast niemandem gesagt, der Angelo Kelly von der Kelly Family und ich, wir gehen vielleicht auch miteinander auf Tournee. Ich bin zu haben, du kannst mich anrufen. Ich rufe dich an. Ja, ne? Ich melde mich bei dich. Du nicht bei mir, ich melde mich schon. Okay, ist gut, danke. Ja. Und vielleicht könnten wir sonst auch noch bei dir eventuell dann an dem Abend ein Ständchen singen. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Wer? Ja. Ja. Wer weiß, ich komme auf dich zurück. Ja. Hättest du ein Lied, das wir zwei zusammen könnten singen? Oh, ja gut. One, two, three. A country road, take me home. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. Ja, ich bin umdrehen. Nein, du musst auch, bist du wahnsinnig. Nein. Du kannst nicht mehr, es tut dir weh, gell? Es ist wirklich, es ist brutal. Du kannst jetzt noch einmal schnell allein. Ja. Ich zeig dir schnell, gut, also ich zeig dir das schnell. Wir rennen und ab! Rennen! Ja, schön, schau jetzt, schön! Gut, jetzt, lau wieder mal auch noch. Mega. Danke vielmals. Merci dir. Muss ich auch gut, okay. Ja, es geht.